Howdy, heute mit dem Film World War Z mit Bratwurst Pitt. Regie führt Meg Foster und die Musik ist von Marco Beltrami. Ja, auf der ganzen Welt verbreitet sich ein Zombie-Virus und Brad Pitt muss ein Heilmittel finden. Das ist die Handlung. Und der Roman wurde geschrieben von Max Brooks. Aber der Film hat nichts mit dem Roman zu tun. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, besteht der Roman, glaube ich, nur aus Interviews. Ursprünglich sollten Ed Harris und Werner Cramstone, besser bekannt als Walter White, hier drin mitspielen, aber wegen Überschneidungen mussten sie ablehnen. War auch besser so. Es gibt dazu noch ein Videospiel, warum auch immer, und 2019 wurde offiziell gesagt, dass es keine Fortsetzung zu diesem Film gibt. Ich hoffe, es bleibt auch so. Handlung langweilig, Darstellung standardmäßig und die Musik keine Ahnung. Fazit, tut ihn euch auf keinen Fall an. Er ist es nicht wert. Ich hoffe, euch hat irgendwie diese Review gefallen. Bis zum nächsten Video.